Jawohl, geht doch. Oh. Fast im Anschluss den Kopf eingeschlagen zu bekommen. Alles klar, die Stelle habe ich geschafft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nein, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Ein weiterer Part von Immortals Fenyx Rising steht an. Ja, die Stelle, die hat mich wahnsinnig gemacht zum Schluss des letzten Parts. Schnell! Das ist echt ein fieser Dungeon. Fieses Gewölbe. Ich sag mal Dungeon, aber es ist ja gleich im Endeffekt. Wo man es einfach auch gewohnt ist, ne? Irgendwo. Bei Videospielen ist eine Höhle oder allgemein irgendwie solche Bereiche immer Dungeon. Normalerweise, sag ich jetzt mal. So der übliche Begriff. Ich kann mir vorstellen, wie ich da dran komme. Eigentlich wollte ich ja drauf pupsen. Wir versuchen es einmal, weil es jetzt gerade mal so um die Ecke ist. Vielleicht ist da ja was anderes drin außer ein Skin. Erstmal das Handgelenk brechen. Aber das. Warte mal. Ach, egal. Ist ja eh nur ein Skin selbst. Oh. Ach, guck an, das geht komischerweise, ne? So, ich bleibe. Oh, oh. Ich hab's geahnt. Fuck. Ich hab geahnt irgendwie, dass das nicht gerade gut war. Das ist nicht schlimm. Normalerweise müsste ich jetzt aber den Flug hier rüber, darüber packen. Ja, geht doch. Geht doch. Jetzt auch noch da hin. Hui, jupp. Einwandfrei. Mal ein bisschen abgekürzt. Da freue ich mich doch. Wie bescheißen kann. Nein! Ach, so was nervt immer. Nein, 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 nein. Ah, und oh, Junge. Haben wir es geschafft, ne? So gut wie. Yes, it is. Ich glaube, den habe ich dann auch. Tatsächlich sogar komplett abgeschlossen. Kriege ich? Ambrosia. Ja, da freue ich mich doch. Auch wenn es sich nicht so anhört. Nee, aber das ist gut. Den Dungeon komplett abschließen. So eine Sache ist immer eine feine Sache. So, da sind wir an der Bogenschussprüfung, mystische Herausforderung, einfach Pfeil und Bogen. Das Ding an der Sache ist, das ist echt größer hier, als ich am Anfang erwartet hatte. Hat jetzt eine ganz, ganz kleine Panne. Werde ich gleich zeigen, wenn ich mit der Prüfung durch bin, was ihr verpasst habt. Eine ganz, ganz wirklich kleine Kleinigkeit. Kleine Kleinigkeit. Auf jeden Fall ist es hier echt, ja, quasi schon so eine doppelte Prüfung. Aber das war noch nicht alles. Hier ist irgendwo noch eine. So eine Druckplatte 8, ja, jo. Jo, pfiffiges kleines Ding, du.
Wir müssen 5 Schalter aktivieren. Aktivieren. Nicht aktivieren. Nicht so genuschelt immer. Da will ich mal echt drauf achten. Ich finde selber, wenn ich manchmal so hier und da mal eine Reise von A nach B rausschneide, ne, dann achte ich ja immer darauf, wann höre ich auf zu reden und lauf los und bla. Manches hört sich bei mir echt übelst genuschelt an, ne? Also da geht es nur mir so. Voll das Nuschelbäckchen. Wo ist denn hier die dazugehörige Scheiß... Ach da. Hä? Ach da oben. Fertig? Fertig. Ja, sowas ähnliches habt ihr gerade verpasst. Da vorne an der Statue einfach nur auf eine Druckplatte stehen, Pfeil, einen gesteuerten abschießen, abfeuern und dann war die Sache geritzt. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich es zeigen soll, bis ich da mal geschnallt habe. Da sind 5 solcher Sachen. Und dass es irgendwie dann doch zusammenhängt. Ne? Wir müssen jetzt mal gucken erstmal. Ich muss mich mal neu ordnen. 2 sind noch. Den habe ich. Den habe ich, den da oben habe ich. Da fehlen dann also noch 2. Da würde ich sagen rechts. Und vielleicht da oben auch noch. Auf jeden Fall da hinten. Fräsin Besen, wenn das nicht dazu gehört. Ach, guck mal, das ist das 5. Dings. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Dingen, das, ja. Dingens und Dongens. Mal hier die Platte finden. Wahrscheinlich wieder oben. Ganz oben? Nee, da ganz oben steht eine Statue. Da ist aber was. Ich komme. Bratzen klatschen. Oh. Da war ich zu. Schnell unterwegs. Konnte man ja gar nicht koordinieren, den Angriff. Nervende Scheiße, ey. Finde ich auch. Oh, oi. Okay, ich sehe schon. Oh. Ich finde es cool. Also, echt cool gemacht. Also, die Prüfung macht nach wie vor Spaß. Meistens. Meistens sind sie echt schön gemacht. Manchmal kommt man echt dahin und denkt sich nur noch, boah, nee, nicht schon wieder so ein übertrieben komplexer Kram und dauert wahrscheinlich wieder 45 Minuten oder was weiß ich. Aber manchmal ist es echt dann so, beim Lösen merkt man eigentlich, dass es eigentlich doch ganz gut gemacht ist, ne? Oder zumindest nicht so schwer, wie es dann aussieht. Doch, erwischt. Ja. So, Schätzelein, wo müssen wir denn rein? Ach, wahrscheinlich da, ne? Nee. Da oben, oder? Oder da? Da ist der Schalter, aber das kann auch Sud sein. Super Sud. Gut sein, meine ich natürlich. Genau. Alte Suppenküche. Oh, scheiße. Oh, der Mama. Einfach mal elegant. So, jetzt bist du eigentlich, ja, akustische Bestätigung haben wir schon bekommen, würde ich sagen, ne? Das war garantiert dafür. Jawolski. Let's go. Jetzt verkacke ich voll. Ne, doch nicht. Ich will gerade sagen, der ganze Aufriss und jetzt brauche ich 8 Versuche. Das wär's.
Wäre nicht schlimm, aber muss ja nett sein. Ich glaube, wenn es falsch ist, dann wird ja auch der Endbereich rot. Feuerschale, die Schale dann halt, ne? Ja. Ein bisschen mager, aber, ne? Ich weiß ja jetzt nicht wild. Als Herakles für eine seiner Arbeiten Hippolytes Gürtel beschaffen sollte? Ich will nicht über Gürtel reden. Vor allem nicht über den meiner Enkelin. Auch ich habe Grenzen. Das ist mir neu. Ja. Apollons Trauer. Ein Schwierigkeitsgrad nur. Also eins von drei. Okay. Also für mich drei von drei. ja. Volltreffer. Drei von drei auf jeden Fall jetzt schon. Was soll ich denn hier machen? Kugeln rein, aber ja. Woher, wenn ich stehlen? Woher nehmen, wenn ich stehlen? Sagt man ja immer, ne? Okay. Ja, schon überraschend, dass jetzt in so einem Endgame-Gebiet, sage ich jetzt mal ein bisschen, ne? So im weiteren Spielverlauf, hört sich schön an. Gegen Ende, dass man da so ein leichtes Gewölbe noch findet. Geil, dass uns das Ende bevorsteht, das ist, ja, das, ich glaube nicht, wir kriegen, glaube nicht, dass wir jetzt hier noch den Mega-Story-Plot kriegen und dann geht das Ganze nochmal, weiß ich nicht. 20 Stunden. Wird schon darum gehen, die Götter versammeln und dann gibt's Beulenverteilung für Typhon. So, was habe ich denn jetzt hier Schönes angestellt? Achso. Achso. Oh weia. Komm hier hin. Nein. Hallo? Hier hin. Tutut. Okay. Damit ist das. Aha. Ich sag ja. Drei von drei. Muss ich wohl festhalten. Nicht ziehen, ja? Also wenn es wirklich das ist, dann fräse ich den Besen. Wäre echt ein dolles Ding. Nein. So eine Pingelwurst von Spiel, ehrlich, da kannst du noch nicht mal mit der Kugel einen Schritt schneller rennen. Warum ist der Wind so stark und da nicht? Was ist das für ein Sinn? Ah, oder das Licht. Liegt wahrscheinlich daran, weil da was drauf liegt, ne? Warte mal. Macht irgendwie zwar nicht viel Sinn. Ach doch, jetzt weiß ich. Ja, ja, ich sehe, weil die schwer ist und die anderen. Ja, okay. Die hat so. Durch dieses Gehäuse nochmal extra Gewicht, deswegen. Alles klar. Denk schon, was ist denn für ein Verarsch? Für eine Verarsche. So. Das war nicht hochdeutsch, aber nah dran. oh, what? Was? Geht das auch wieder runter? Ja.
Aber mein Gott, was soll's, ne? Wenn es nicht gefällt, der kann flüchten. Sagt man immer so schön. Reisende soll man nicht aufhalten. Ich will jetzt keinen vergraulen. Aber man will ja alle Situationen direkt mal klarstellen, ne? Alle Fronten klären, so. Tatsächlich. Also schon einfach. Da würde ich sagen, das kommt hin. Aber echt überraschend, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gesagt, so permanent mit 2 von 3, 3 von 3 Gewölben, aber ja, warum nicht? Jawohl. Oh, eine schwere Arena. Lass das Bratzenklatschen beginnen. Ah, ja, deswegen auch die schwere Schwierigkeitseinstufung wahrscheinlich, ne? Jetzt kommen diese ganzen Helden. Direkt hier im Doppelpack. Komm an, wie so ein paar Kunden. Hauptsache nie alleine. Sorry, aber der musste sein. Hat mich so daran erinnert, das Verhalten her so. Wenn nur noch dazu vielleicht halt versuchen, das Handy abzuziehen. Ah, da schwing ich doch den Hammer. Den und meinen eigenen. Ja, du schießt deinen eigenen Bär, merkst du selber, ne? Inkompetent, ey. Ah, gut. Hat sie ja doch ihre Kontaktlinsen gefunden. Müsste aber eigentlich auch gleich durch sein mit der Hermesprüfung, glaube ich. Na. Ja, ein bisschen nachhelfen, glaube ich mal. Besser ich. Und tschüss. So, wo ist die olle Kackzippe? Ja, der Knaller.
Ja, wie im Tennis. Stöhnen kannst du aber, warte mal, rumkommen. Fehlanzeige. Ja, was? Oh, dann noch Nachschlag abholen. Odysseus und ach, schon hatten wir den nicht gerade schon mal? Das ist ja peinlich. Nein, den Scheiß kann ich auch immer wieder das gleiche gucken. Oh, noch nicht ganz, jetzt aber komm. Achso, gehört zum Skript. Oh, das finde ich aber schade. Nach Knie nieder oder so. Wieder so ein Fragment, ne? Ja, bestimmt. Ja, ja. So. Dann haben wir das abgeschlossen. Ich glaube, das war jetzt auch das letzte Gewölbe in dem Gebiet. Dann können wir mal gucken, so langsam. Dass wir da den Gipfelstürmer raushängen lassen. Ach, guck mal. Vielleicht nochmal Ambrosia. Ambrosia vielleicht. Nö, Doppelzau. Doppelzau. Doppelzeus. Erstmal hier abgreifen. Den doppelten Blitz. Einschlag. Dann ab zurück, würde ich sagen, zur Halle der Götter. Ja, schnell noch ein paar Upgrades. Ich glaube, ein bisschen. Oh. Vier Stück, dann kann ich schon wieder den nächsten reindonnern. Ja. Nee, nicht ja, sondern nee, da fehlt noch ein Blitz. Aber vielleicht kriegen wir hier ein. Nee, nicht hier. Da war ich schon wieder falsch. Haare schneiden brauchen wir nicht. Sieht bescheuert genug aus. Einen noch. Einen brauchen wir noch. Und noch fünf Sternbilder. Na gut, dann würde ich sagen,
An der Stelle gucken wir hier noch vielleicht wegen Upgraden. Tatsache, da geht sogar noch was. Ja, ich... Zack. Schwert ist abgegradet. Was brauche ich hier? Oh, nicht mehr ganz so viel. Aber ich glaube, da... Ja, okay, für beide Kategorien bräuchte ich die gelben. Und hier war... Hier brauche ich blau, dann habe ich alle Waffen fertig. Weil die roten habe ich ja schon beisammen. Ich glaube, hier unten brauche ich keine roten. Genau. Ja. Okidoki, das war's für den Part. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch was Schönes. Bis bald.